Hallo Kinder, schön, dass ihr zum Kindergottesdienst da seid. Aber da fehlt doch noch jemand. Die Wilma ist ja noch gar nicht da. Ich rufe sie mal. Wilma! Freddy, wo bist du denn? Ich kann dich nur hören, aber überhaupt nicht sehen. Aber Wilma, warum hast du denn die Augen verbunden? Ich wollte mal ausprobieren, wie es ist, wenn man blind ist und nichts sehen kann. Das ist bestimmt ganz ungewohnt für dich, wenn alles dunkel ist. Das möchte ich auch mal machen. Ich gebe dir meine Augenbinde und dann kannst du ausprobieren, wie das ist, wenn du gar nichts siehst. Und wenn du zu Hause mitmachen möchtest, dann schließ mal deine Augen. Siehst du noch was? Ich nicht. Ich kann gar nichts mehr sehen. Keine Wilma, keine Tische und Stühle. Ich sehe nur dunkel. Ich bin so froh, dass ich gesunde Augen habe und so viele schöne Sachen sehen kann. Findest du nicht auch? Ja klar, unsere Augen hat Gott richtig toll gemacht. Leider gibt es Menschen, die blind sind. Davon wollen wir euch heute eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Jeden Tag kommt ein Mann in das Dorf. Er wohnt etwas außerhalb. Aber tagsüber ist er hier. Im Dorf ist wenigstens was los. Was soll er denn schon den ganzen Tag machen? Arbeiten kann er nicht. Denn der Mann ist blind. Wenn er durch die Straßen geht, muss er ganz vorsichtig sein. Mit seinem Stock ertastet er den Weg. Er merkt so, wenn etwas auf der Straße liegt oder ein Haus kommt oder ein Baum. Wie sieht eigentlich ein Baum aus? Der blinde Mann hat noch nie einen Baum gesehen. Er weiß nicht, dass die Blätter im Sommer grün sind und im Herbst bunt. Er weiß nicht, wie grün aussieht oder rot oder gelb. Aber er kann mit seinen Händen sehen. Wie kann denn der blinde Mann überhaupt den Baum mit den Händen sehen oder allgemein sehen? Was meint ihr? Der blinde Mann kann halt den Baum, die Rinde kann er fühlen. Genau. Weil die so unten und das Rauschen der Blätter. Das kann er hören, gell? Ja, das kann er hören. Jawohl. Schon ganz wichtig, ja? Der Mann hört das Rascheln der Blätter, er hört den Wind leise wehen, er hört jeden Vogel, der im Baum sein Lied pfeift. Und er hört die vielen Stimmen der Menschen und was sie nur wieder reden. Die Menschen sind nämlich alle so aufgeregt. Da kommen ja die Menschen, ganz viele. Der Blinde erkennt ihre Stimmen. Komm schnell mit, rufen sie ihm aufgeregt zu. Ein Mann ist in unserem Dorf. Der kann Sachen, die sonst kein Mensch kann. Der Mann heißt Jesus. Vielleicht kann er machen, dass du sehen kannst. Die Freunde führen den Blinden zu Jesus. Die Menschen sagen zu Jesus, hier ist unser Freund. Er kann nicht sehen. Kannst du seine Augen gesund machen? Jesus nimmt den Blinden an die Hand. Jesus führt ihn durch das Tor aus dem Dorf hinaus. Jesus geht ganz langsam und unterhält sich mit dem Blinden. Jesus interessiert sich für ihn, für seine Familie und für sein Leben. Jesus spuckt in seine Hände und legt sie auf die Augen des Blinden. Dann nimmt Jesus seine Hände wieder weg und fragt ihn, siehst du etwas? Der Mann blinzelt ein paar Mal und dreht seinen Kopf hin und her. Ich sehe da vorne Menschen, sie gehen umher. Aber sie sehen aus wie Bäume. Da legt Jesus ihm noch einmal seine Hände auf die Augen. Jesus nimmt sie wieder weg und fragt ihn, und was siehst du jetzt? Der Mann dreht den Kopf hin und her. Jetzt kann ich alles ganz deutlich sehen. Dort hinten sind das Tor, viele Menschen und die Häuser. Was für ein Wunder, der Mann kann sehen. Also Jungs, was hatte der Mann für ein Problem, der in dem Dorf gewohnt hat?
Wisst ihr das noch? Der war blind. Der war blind und konnte nichts sehen. Ja, genau, der war blind. Der hat nichts gesehen. Und wer hat ihm geholfen dann? Der Jesus und der Gott. Und was hat er gemacht, der Jesus? Der Jesus hat auf die Hand gespuckt und die dann auf die Augen gelegt. Und dann hat er eine Menschenmenge gesehen, die hat aber ausgeschaut wie Bäume. Genau. Und dann hat er nochmal auf seine Hand gespuckt und nochmal auf die Augen gelegt. Und dann hat er alles gut wieder gesehen. Genau, da war der Mann geheilt, gell? Er hat ein großes Wunder gemacht, der Jesus. Und der Mann, der konnte wieder sehen und war geheilt. Mhm. Was hat euch an der Geschichte besonders gut gefallen? Dass der Jesus den Blinden geheilt hat und dass er jetzt wieder ganz gesund ist. Genau, ja. Jesus, der hilft den Menschen, ne, und der kann Menschen auch heilen. Jesus, danke, dass dir jeder Mensch so wichtig ist. Danke, dass ich dir wichtig bin. Du bist immer für mich da. Du hörst mir immer zu und hilfst mir. Amen. So, wir machen heute eine kleine Aktion. Wir werden nämlich blind puzzeln, um auch mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt, ja, ein Blinder zu sein und wie einfach oder schwer es ist, eben so ein Kinderpuzzle zu puzzeln. Wir haben da eine Aufgabe vorbereitet für die zwei Jungs. Ihr kriegt jetzt hier gleich eure Schwimmbrillen aufgezogen. Die verteile ich gleich. Und dann dürft ihr lospuzzeln. Geil. Einmal. Geil. Zweimal. Dann machen wir jetzt gleich noch einen Test, ob ihr wirklich was seht oder nicht. Ich glaube nicht. Also ihr könnt dann schon mal hier vorgehen und da tasten, ob ihr fühlt. Also genau, ihr dürft selber dann entscheiden, wie ihr das am liebsten haben möchtet. Aber aufpassen, dass ihr das nicht durcheinander bringt. Jetzt schauen wir nach vorne, Tobi. Wir machen den Test. Sehr gut. Sammy. Sehr gut. Dann dürft ihr das jetzt gerne auch zu Hause ausprobieren. Und Jungs, auf los geht's los! Ja, was denn das? Wenn der Versuch, wie bei uns jetzt gerade auch, so gut geklappt hat, ihr könnt einfach mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr ein Lieblingspuzzle und kennt es schon in- und auswendig. Dann dürft ihr auch voll gern mal versuchen, das blind zu puzzeln oder einfach ein einfacheres nehmen. Und genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wir haben ganz, ganz viel zusammen gelacht und hatten echt, ja, eine gute Zeit. Fertig. Los! So, wer zieht vor? Angespanntheit steigt. Knappe Kiste. Jetzt aber schnell. 3, 2, 1. Okay.